Und damit sage ich euch ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft. Mit dabei ist der liebe Barki. Guten Tag. So, wir haben jetzt Kohle gefunden, wir haben Eisen gefunden, wir haben Lapis gefunden. Ach, mir geht's besser. Ich lach das Herz langsam an. Ich hab mich erschrocken. Hä? Hab mich erschrocken, ey. Ja. Von dem Skelett, ne, ey. War ein Skelett auf in unserem Haus? Nein, auf dem Berg. Achso. Vielleicht, dass ich hinter mich an und schieb nicht ab, ey. Ich bin zusammengezuckt. Das ist Minecraft. Spiel aller Spiele. Vor allem, ich habe das Ding auch noch gehört. Und hast du den wenigstens jetzt fertig gemacht? Hast du ihn kalt gemacht? Ja. Zwei Schläge war es weg. Ja, gut. Hast du mal Hooligan gemacht, hä, Bargi? Gemacht. Auf die Fresse. Auf die Fresse. So, 8 Eisen, Popeisen gefunden. Ja gut. Eine Achterquelle ist ja das Maximum, ne? Wir haben schon mehr gefunden. Ja? Okay. Aber ich glaube, das war auch nur so, weil es ein Schrank in Schrank war. Also, wo ein Schrank aufgehört hat und angefangen hat. Ah, okay. Aber es gibt immer nur 2x4 Chunks, ne? Das weiß ich nicht. 2x4 Chunks? Ein Schrank ist 16x16. Achso. Ja, aber ich meine so ein Eisenblock, weißt du? Wo Das man es weiß ich so nicht. findet, müsste eigentlich immer maximal 8 sein. Vielleicht manchmal auch 9. Kohle ist ja deutlich größer mittlerweile. Da gibt es ja manchmal so 20 oder so, ne? Entweder findet man nichts, oder man findet gleich 32 auf einmal. Ja. Und vor allen Dingen dann, wenn du es nicht brauchst, ne? Ja. Das ist doch immer noch das Beste an der ganzen Geschichte. Dann, wenn du es nicht brauchst. Ich finde das Texturenpack richtig schön, muss ich sagen. Darüber sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Denn der Panda-Bär, die hat nämlich mal ein bisschen gegoogelt danach. Und hat festgestellt, dass er was super Schönes gefunden hat. Das zockst du ja auch, ne? Bitte? Das Texturenpack, was ich zocke hier. Ja, was damit? Ich mal gucken, welches. Ach, ich also bin ich ja... zocke da. Ach Gottes Willen, ich bin ja auch noch bescheuert. Der ist ein Lost Moment. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich so schlecht bin. Ja, aber ich hatte ja auch noch das andere Texturenpack drinne. Ach Gott, ey. Anna? Ja? Geht's dir gut? Nein. Okay. Jetzt erkenne ich Eisen. Stimmt ja, ich habe ja gestern noch mal ein bisschen getestet. Zwecks Texturenpack und ja. Oh, ich habe hier sogar 9er Chunk, also 9er gefunden. Land. Baki, du sagst Bescheid, wenn es dunkel wird. Es ist die ganze Zeit dunkel. Das Problem ist, es regnet, also kann ich nicht sagen, wenn es Nacht wird. So. Bist du denn schon am Hausbau oder immer noch an Fläche? Nein, an der Fläche. Bist du so ein XXL-Hausbau und das ist gleich... Oh! Klar. Das ist Kupfer. Kupfer will ich nicht. Kupfer stinkt. Ich hab was geplant. Deswegen müssen wir hier unten auch verharren, Leute. Musst du nicht unbedingt. Ganz andersartig irgendwas zu machen. Nee, ich find's hier unten schön, weil ich find ja sogar hin und wieder Kiesbuggy. Und wenn so ist, dann bleib eben unten. Hab ich ein Sorgenkind weniger. Hä? Habe ich ein Sorgenkind weniger.
Ich helfe dir ja beim Eisenfarmen. Aber Ja, trotzdem habe ich nicht. dafür kriege ich bestimmt ein ganz tolles Zimmer von dir, oder? Du kannst dir dein Zimmer selbst einrichten. Hätten Ich wir jetzt richte ein doch Zimmer nicht. zusammen? Nein. Nein. Um eine Privatsphäre. Wovon brauchst du eine Privatsphäre? Weil ich schon 6 Stunden mit dir aufnehmen brauche auf etwa Privatsphäre. Ist denn überhaupt Ach die so. Privatsphäre geschrieben wird? Als Ja klar. wie gesagt, Übrigens, Leute. Franz, wir Ja. haben die erste Stunde schon geschafft. Ah, na. Bleiben noch viele Stunden. Und man muss echt noch dazu sagen, wie gesagt, falls die neuen Zuschauer gerade mal reinschauen und sagen, ey, das ist cool, was ihr macht, bitte nehmt das als Spaß hier. Also ich und Baki, wir machen gegenseitig Witze untereinander, wir können auch immer wieder lachen. Wenn einer mal nicht lachen kann darüber, dann sagt der andere dem das ganz freundlich auch und dann ist das gut. Stimmt's, Baki? Genau. Jetzt auf die Nee. Schnauze. Also ich glaube, jetzt wird es dunkel, also Nacht. Okay. Mache bloß auch die eine Reihe schnell zu Ende. Jetzt kommen ja keine Phantome mehr, oder? Das sieht aber geil aus. Was? Das zeige ich dir später, wenn du wieder zu Hause bist. Ja. So, ich würde mich mal hinlegen. Ja, ich bin jetzt auch fast da. Eine Sekunde. So. Ich habe fast schon die erste Strip mein Bude fertig, ne? Ich das ja kaum sagen, ey. Schon ein bisschen peinlich. Oh, Eisen! Eisenbubeisen! Der Eisen, komm! Komm, jawohl! Oh. 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 Holla, die Waldfee. Ich glaube, das waren jetzt 10 Stück aufeinander. Also Franz, Ja. eine Doppelkiste Erd ist fast voll. Ja, super. Der versucht aber im Lager unterzubringen. Du bist unser Lagerbeauftragter. Ja, super. Kannst du das nicht mal. Ja, super. Ja. Ich glaube, ich werde noch eine Lagervergrößerung machen. Am besten, ohne dass du meine Doppelwunder streifst. Nein. Obwohl, die sind in der ganz anderen Richtung. Deine Dorfbewohner sind ja auf der anderen Seite, weißt du? Aber ich weiß, wofür ich die Erde noch gebrauchen kann. Wenn ich dann irgendwann mal die große Fläche brauche. Na gut, die fährt die auch irgendwann gebrauchen. Von daher finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Wenn ich die Eisenfarm gebaut habe, soll ich danach eine Knochenmehlfarm bauen oder eine XP-Farm? Beides. Ja, was als erstes? Es ist wichtig, XP eigentlich, oder? Ja, Knochenmehl, um Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Ja. Obwohl, ich könnte auch eigentlich 2 in 1 machen. So, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Däumchen nach oben geben. Beim nächsten Mal geht es dann frisch und munter weiter hier zurück zum Let's Play Minecraft. Bis dahin, Leute, macht's gut und tschüssi, Kowski.